Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch nur ganz kurz zeigen, wie wir ein IP-Phone von Cisco, in meinem Fall ein CP7841 hier, ganz einfach auf die Werkeinstellungen zurücksetzen können. Das geht, wie gesagt, im Prinzip sehr einfach. Ich schalte das jetzt mal aus hier erstmal, indem wir das Power-Cable trennen. Und alles, was wir jetzt machen müssen, ist bei gedrückter Hash-Taste hier, ja, also einfach diese Taste mit dem Hash-Zeichen einfach gedrückt halten und einfach ja einschalten, ja, an Strom anschließen halt und die Hash-Taste hier so lange gedrückt halten, bis der Mute-Button hier, beziehungsweise wir sehen hier diese rote Lämpchen, einmal kurz leuchtet und wieder ausgeht. Und dann können wir loslassen und einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Stern, 0, Hash hintereinander auf der Tastatur drücken. Und nun einfach nur noch abwarten, bis das Telefon zurückgesetzt wird hier. Das dauert vielleicht ja eine knappe Minute in etwa. Startet einmal neu. Das wird jetzt gerade zurückgesetzt. Hier, wie gesagt, einfach abwarten, bis das wieder hochgefahren ist. Und schon ja, ist das Ding hier auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Ja, das war es im Prinzip auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Genau, jetzt ist es schon durch hier und ja, das war's hier schon, ist das zurückgesetzt und wir können es wieder neu konfigurieren quasi. Ja, genau, das war's, wie gesagt, alles. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.